11 Staffeln einer Hauptserie und 6 verschiedene Spin-offs mit auch unzähligen Staffeln bzw. Folgen. Ja, das ist The Walking Dead. Und obwohl die Beginne von The Walking Dead schon sehr, sehr lange her sind, gibt es immer noch Leute, die sich überlegen, mit The Walking Dead anzufangen oder weiterzumachen. Und dabei stellen sie sich vor allem die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt. Und diese Frage ist teilweise sogar gerechtfertigt. Und deswegen will ich im heutigen Video mal genau an diese Leute sprechen und ihnen erklären, warum es sich vielleicht lohnt oder halt vielleicht auch nicht. Wenn euch also interessiert, was meine Meinung diesbezüglich ist, dann bleibt gerne dran und damit hört ihr euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, in der The Walking Dead Community wird dieser Videotitel und dieses Thumbnail vielleicht auch ein sehr kontroverses Thema aufwerfen, denn die Frage, ob sich für einen The Walking Dead Fan The Walking Dead lohnt, ist natürlich, ja, bist du bescheuert, natürlich. Nichtsdestotrotz geht es hier heute mal um die allgemeine Masse und die potenziell neuen Zuschauer von The Walking Dead. Auf diese Video-Idee bin ich nicht allein gekommen, nein, ich wurde in TikTok darauf hingewiesen. Und zwar wurden mir folgende zwei Videos verlinkt, beziehungsweise ich wurde in folgenden zwei Videos markiert. Einmal von dieser netten Dame und einmal von diesem ultra korrekten Dude, den ihr gerne mal auschecken könnt. Ja, sowohl auf TikTok als auch auf YouTube ist der Typ nämlich aktiv und hat sehr viel auch mit dem Thema The Walking Dead zu tun, aber auch in die Richtung, ähnlich wie ich, halt alles rund ums Film, Serien, Fernsehgedöns, Infos, News, alles Mögliche. Wenn euch das interessiert, checkt ihn gerne mal aus. Ist auf jeden Fall unten verlinkt oder irgendwo hier oben jetzt. Auf jeden Fall geht es in diesen zwei Videos hauptsächlich darum, die Frage, lohnt es sich nochmal The Walking Dead anzufangen bzw. mit The Walking Dead weiterzumachen? Denn ja, ich denke auch, dass es für viele Leute erstmal abschreckend sein kann, wie viele Folgen es gibt, wie viele Staffeln es gibt und wie viele unterschiedliche Spin-offs, die teilweise ja auch miteinander verknüpft sind, gibt und da halt den Durchblick zu behalten. Und auch allgemein muss man halt sagen, die Anfänge von The Walking Dead sind zwar für uns, die Walking Dead lieben und immer wieder rewatchen, sind zwar immer wieder legendär, aber gemessen an heutigen Verhältnissen sind sie halt auch schon wieder, ich würde nur sagen, auf jeden Fall in die Jahre gekommen. Nicht schlecht, aber auf jeden Fall nicht mehr auf dem neuesten Stand natürlich. Starte ich aber erstmal grundlegend mit der Frage, ist The Walking Dead als komplettes Universum überhaupt für jemanden etwas? Und da gibt es definitiv Unterschiede und Maßstäbe, die man setzen muss. Denn ich kenne super viele Leute, die Zombie-Serien und Zombie-Filme lieben, aber sagen, The Walking Dead können sie sich nicht angucken, weil es ihnen viel zu viel Drama, viel zu viel Emotionen und was weiß ich gibt und halt zu wenig Zombies oder falsche Zombies. Ich persönlich kann diese Aussage vollkommen nachvollziehen, denn man muss auch darauf achten, dass The Walking Dead immer den Fokus, den Hauptfokus auf die Menschen und die Charaktere gelegt hat. Die Zombies waren einfach nur ein Mittel zum Zweck als Bedrohung halt für die Menschheit. Aber sowohl in den Comics als auch in der Serie sollten die Zombies nie der Oberbegriff sein, beziehungsweise nie das große Thema sein, sondern einfach die zwischenmenschlichen Probleme, gut und böse. Und da kann man halt natürlich verstehen, dass da Leute sagen, hey, ich wollte mir hier einen Zombie-Splatter angucken und nicht halt so einen Drama-Serien-Ding. Und wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man das so sieht. Ich persönlich finde genau diesen Mix gerade geil zwischen dem Drama zwischenmenschlich, heißt sowas wie Negan, Rick, Governor, Rick, Rick in seiner Gruppe, überhaupt alles mögliche drumherum. Und dann halt als parallele, dauerhafte Bedrohung halt die Walker. Einige Leute argumentieren auch, dass es sich irgendwann immer nach demselben Prinzip anfühlt. Sie finden einen Ort, wo sie dann leben können, dann läuft erstmal was Gutes, dann wird dieser Ort zerstört und sie müssen einen neuen Ort finden und dann geht das immer und immer wieder weiter. Und grundlegend, ja, das ist legit, zumindest in meinen Augen, Teil der ersten 8-9 Staffeln. Safe. Ob das jetzt direkt schlecht ist, das sei mal dahingestellt, wenn man es mag. Ich persönlich finde es nämlich immer geil, wenn halt immer wieder Action ist. Klar, es ist immer wieder das Gleiche oder die zumindest ähnliche Abläufe, aber halt mit den Charakteren, die anders handeln. Wir sehen es an Rick als bestes Beispiel. Er verhält sich im Prison komplett anders als nachher in Hilltop bzw. Alexandria. Ein komplett anderer Mensch, gleiches Szenario, andere Umsetzung. Ob es beides an ein gutes Ziel geführt hat, das sieht man halt dann in der Serie. Eine Sache, die ich auf jeden Fall in Schutz nehmen muss und mich auch schützend davor stelle, von der Umsetzung her ist sowohl die Hauptserie als auch 4 als auch alle anderen Spin-offs super gut gemacht. Ja, CGI hier und da ein bisschen clumsy und kann man sagen, ja, ist definitiv halt outdated. Aber ganz ehrlich, rein optisch, rein von der Umsetzung, rein von den Charakteren ist fast jede Serie und fast jedes Spin-off in diesem Universum an für sich sehr, sehr gut. Natürlich, es gibt die stärkeren Charaktere und es gibt die schwächeren Charaktere. Aber gerade gegen Ende der Hauptserie von The Walking Dead und auch gerade gegen Ende von 4 The Walking Dead kann ich jeden verstehen, der sagt, hey, das hat sich ins Schlechte gewendet. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, auch wenn 4 für mich anfangs eine komplette Überwindung war zu gucken, weil es halt was komplett anderes ist, muss ich sagen, zwischenzeitlich fand ich es echt ein bisschen lahm. Aber am Ende des Tages hat es dann doch irgendwo immer mal wieder die Höhen. Die letzte Staffel muss man einfach
ertragen, ist, finde ich, nach wie vor scheiß umgesetzt, leider. Aber nichtsdestotrotz, wenn so eine Folge oder beziehungsweise wenn so eine Staffel im Durchschnitt 20 Folgen hat und 5 davon wirklich langweilig as fuck sind, sind die anderen trotzdem gut. Und das ist nach wie vor für mich ein Grund, die Serie immer und immer wieder zu gucken. Selbst wenn ich weiß, dass da eine Folge kommt, die ich scheiße finde, naja, dann gucke ich sie halt. Es gehört halt irgendwo dazu. Das wäre so der Grund von wegen, will ich eine Zombie-Serie sehen, die wirklich nur auf Zombies basiert ist oder halt auch was drumherum passiert. Das muss man sich direkt vorher abwägen. Man kann halt nicht sagen, ich möchte kein Drama haben und dann sagen, ich gucke jetzt The Walking Dead. Das gehört halt dazu. Es ist leider so. Was heißt leider? Für die einen leider, für mich zum Beispiel, ich finde es gut. Ein weiterer Punkt, der viele erstmal abschreckt, ist halt dann die Größe und Anzahl der Spin-Offs und deren nicht vorhandene Kontinuität. Zumindest zu einem gewissen Grad. Denn man muss sagen, The Walking Dead und Fear the Walking Dead, parallel zueinander laufend, Folge 1 von beiden Serien, es ist ein komplett anderes Bild, es ist eine komplett andere Serie, es ist ein komplett anderes Feeling und auch später bei 4 entwickelt sich immer mehr zu diesem schlechteren Bild, aber es ist immer komplett anders von The Walking Dead. Also man kann beide Serien separat gucken, außer Charaktere und Zombies und halt die Story, finde ich, ist es wirklich ein großer Unterschied. Auch am Ende von der Hauptserie wird versucht, künstlich irgendwas zu strecken, nichtsdestotrotz bleibt halt hier erstmal der Fokus immer auf den gleichen Charakteren. Und ich finde, deren Geschichte wird auch immer dynamisch vorangetrieben. Also auch wenn es viele Folgen sind, die Folgen aufeinander aufbauend machen auch alle Sinn. Spin-offs wie World Beyond und Tales kann man in dem Fall, finde ich persönlich, ausklammern. Tales, weil es einfach nur Geschichten erzählt, unabhängig voneinander, vielleicht das perfekte Ding für einen Einsteiger, kann man an der Stelle einfach mal empfehlen. Wenn ihr mit The Walking Dead einsteigen wollt, guckt euch vielleicht Tales of The Walking Dead an. Das ist zwar nicht die beste Seite von The Walking Dead, aber wenn euch das prinzipiell gefällt, sollte euch der Rest auch gefallen. World Beyond nach wie vor für mich unfassbar schwer zu gucken. Ich versuche es immer mal wieder. World Beyond ist einfach nicht meins. Liegt vielleicht an den Charakteren, liegt vielleicht an dem Storytelling, liegt vielleicht in dem Fall sogar wirklich an der Stand jetzt minimalen Anzahl an Walkern und Action. Ich muss sagen, die Spannung, der Spannungsbogen ist nicht vorhanden. Es ist langweilig. Es ist Stand jetzt langweilig. Vielleicht wird es besser, aber für mich langweilig. Und da kann ich verstehen, wenn jemand das als erstes guckt, dass er dann sagt, nee, The Walking Dead ist nicht so meins. Definitiv verstanden. Deswegen, wie gesagt, Tales als Einsteiger gar nicht mal so doof, weil man nicht gespoilert wird vom großen Ganzen. Und irgendwo wird einem auch erklärt oder gezeigt, wie diese Welt funktioniert und das dann halt umgesetzt in The Walking Dead, Fear the Walking Dead und den ganzen anderen Spin-Offs. Was dann noch dazu kommt, was verständlicherweise viele Leute abstreckt, ist dann irgendwo auch die Timeline in The Walking Dead. Denn die ist einfach Arsch. Wirklich, die ist ultra Arsch und ist auch wirklich unfassbar schwer nachzuvollziehen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das werde ich wahrscheinlich jetzt hier einblenden, verlinken. Wenn ihr wissen wollt, in welchem Rhythmus ihr The Walking Dead gucken müsstet, also ne, von Staffel 1 da und Staffel 3 hier und dann wechselt ihr zu der Serie, könnte man sich dran halten. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ist es dann wirklich ein Hin und Her zwischen qualitativen Unterschieden auch. Also wenn ich jetzt anfange mit 4 The Walking Dead Staffel 1, wechselt dann aber auf The Walking Dead Staffel 1, das ist ein Unterschied von Welten, rein optisch und auch rein von der Aufmachung her. Also ja, es ist schon sinnvoll, sich das Ganze zeitlich anzugucken. Es ist aber nicht so schlimm wie zum Beispiel bei anderen Filmen, in denen es halt um Zeitlinien geht. Hier ist es wirklich, es fällt auch nicht auf. Also wirklich, wenn ihr jetzt anfangt, The Walking Dead zu gucken, guckt die Serie durch, fangt dann mit 4 an. Es juckt nicht, dass in 4 The Walking Dead in den ersten paar Staffeln erstmal gezeigt wird, wie der Anfang ist und wir in The Walking Dead Staffel 1 quasi mittendrin starten. Es juckt nicht und es fällt einem auch nicht auf, bin ich der Meinung. Heißt, ich würde behaupten, lasst euch nicht von dieser Größe und Anzahl der Folgen und Staffeln und auch durcheinander Staffeln nicht ablenken. Nehmt es eher so hin, als würdet ihr sagen, wir gucken jetzt The Walking Dead als erste Staffel, dann gucken wir 4 als zweite Staffel und so weiter. Seht das Ganze als großes Ganzes und nicht so als verwirrwartes Zeitparadoxon-Gedingsbumse, wo irgendwann komplett auf die Zeitlinien geschissen wird, vor allem was Zeit, also Timeskips angeht. Weil man sind es 5 Jahre, nee, dann sind es 10 Jahre. Es ist kompliziert, ignoriert es. Es ist irrelevant. Zeit in The Walking Dead, damit kann man sich befassen, wenn man wirklich tief in der Materie drin ist. Dann kann man sich Gedanken machen und sagen, hey, warum ist da eigentlich so und so? Als ganz normaler 0815-Serienmensch will man sich da gar nicht mit auseinandersetzen, sollte man auch gar nicht machen. Vor allem, wenn ihr am Ende durch seid und alles Mögliche parallel zueinander auf einmal Sinn ergibt, dann sitzt ihr da und denkt euch so, okay, jetzt lohnt es sich vielleicht nochmal von vorn anzufangen und einfach mit dem Hintergrundwissen, wie also manche Szenen anzugucken, ob es Wissen zum Virus ist, ob es Wissen zu Charakteren ist, ob es Foreshadowing-Szenen sind. Es gibt so viele kleine Hints, wie ein Charakter irgendwann enden wird. Es ist unfassbar gut umgesetzt und ich liebe es, es mir immer wieder anzugucken. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, hier zu erwähnen, ist, ihr könnt mit egal welcher Serie anfangen. Rausgeklammert
die letzten drei Spin-Offs, Daryl Dixon, Dead City und The One to Live. Alle anderen Spin-Offs plus die Hauptserie sind komplett unabhängig voneinander. Ihr könnt mit dem anfangen, ihr könnt mit dem anfangen, ihr könnt mit dem anfangen. Es ist Wurst. Guckt es, wie ihr Bock habt. Natürlich, staffelintern sollte man schon in der Chronologie bleiben, aber ihr versteht, denke ich, was ich meine. Definitiv, an der Stelle kann ich sagen, die Staffeln haben ihre Schwächen und es gibt auch Staffeln, die haben ihre Stärken. Es gibt Staffeln, die sind durchgehend gut und es gibt auch mal welche, wo man sich wirklich durchkämpfen muss. Eine komplette Staffel, wo man sich so denkt, ah, bitte sei zu Ende. Aber da muss man einfach sagen, das muss aber auch jeder selbst entscheiden. Ich persönlich finde von Fear the Walking Dead manche Staffeln grandios, die der Großteil der The Walking Dead Fanbase einfach nur grottig fand. Jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden. Für mich ist einfach definitiv wichtig zu sagen, lohnt es sich im Grundlegenden The Walking Dead anzufangen, wenn man Zombie-Serie mag, wenn man es vielleicht schon mal angefangen hat zu gucken und man weiter gucken will. Ich sage ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, Tiefen gibt es, Höhen gibt es. Gibt es aber in jeder Serie. Bin ich der Meinung, ist auch normal. Es kann nicht alles hundertprozentig perfekt sein. Soll es auch gar nicht. Aber grundlegend sage ich, lasst euch nicht von der Masse mittlerweile beeinflussen, weil viele Spin-Offs, wie gesagt, Tales, Daryl Dixon, Dead City, The Ones Who Live, sind, World Beyond sind teilweise unfassbar kurze Spin-Offs. Fear the Walking Dead, ja, ist ewig lang und zieht sich gegen Ende vor allem auch ewig lang. Und The Walking Dead, ja gut, 11 Staffeln mit durchschnittlich 20, 25 Folgen, ist halt auch lang. Definitiv. Aber lohnen tut es sich meiner Meinung nach schon. Und wie gesagt, man muss nicht mal, finde ich, hundertprozentig in der Zombie-Materie drin sein. Wenn man einfach nur ein Drama-Mensch ist, der sich gerne irgendwelche apokalyptischen Dramen anguckt, ja, dann jucken einen die Zombies, die dann da sind, auch nicht. Die sind, wie gesagt, oftmals folgenlang nicht zu sehen und dann irgendwann sind sie halt dann einfach mal bumm, da und dann lebt man halt damit. Abgesehen davon muss ich sagen, die Entwicklung mancher Charaktere, die Art, wie manche Charaktere sich verhalten und manche Szenen, die einfach unfassbar episch sind, machen das Ding einfach nochmal lohnenswerter. Und das geht sogar durch alle Folgen, beziehungsweise alle Serien, halt, sprich auch alle Spin-Offs. Ich denke, für jemanden, der wirklich heute frisch einsteigt, wird es erstmal ein zäher Haufen sein. Und das verstehe ich auch, wenn man dann sagt, oh, bruh, das ist aber wirklich anstrengend. War es für mich bei Fear the Walking Dead auch, muss ich sagen. Und es ist, wie gesagt, nach wie vor bei World Beyond. Aber allein diese Geschichte zu verfolgen, zu sehen, wie die Charaktere sich entwickeln, von denen, also zu etwas, was sie vorher nicht werden wollten und später dann doch sein müssen. Tode von Charakteren, die man einfach ins Herz geschlossen hat. Es ist eine Serie fürs Leben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu emotional an, aber ich denke, es geht einfach darum, wenn man die Serie anfängt und sich wirklich damit befasst, dann hat man wirklich Bock auf die Serie. Und man fiebert mit, welcher Charakter als nächstes stirbt oder welcher halt nicht stirbt. Oftmals spielt die Serie mit einem so rum, dass es schon echt asozial ist. Und dann halt am Ende wirklich, Stand jetzt gibt es halt noch kein Ende, aber grundlegend am Ende irgendwann das Ergebnis von all dem zu sehen. Zum Beispiel, wie halt jetzt Rick am Ende wieder gefunden wird, nachdem er verschwunden ist. Ich versuche jetzt an der Stelle nicht zu viel zu spoilern für die neuen Leute. Das ist halt, es ist wunderschön, es macht Spaß mitzufiebern. Und selbst ich, der die Serie schon 1000 Mal wieder geguckt hat und manche Folgen wirklich fast schon gewiss an die 100 Male manche Szenen gesehen hat, fiebert jedes Mal mit, bekommt jedes Mal aufs Neue Gänsehaut. Es ist episch. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht ein reines Blutbad mit Zombies sehen möchte, dann sowieso. Wie gesagt, es ist überrumpelnd. Es gibt viele Serien, also Serien im Universum, es gibt viele Folgen und ja, manche sind schwerer anzugucken als andere. Aber ich denke mir auf jeden Fall, einen Blick ist es wert. Wie gesagt, meine Empfehlung ist definitiv mal Tales. Tales ist was Lockeres, was Unabhängiges. Zeigt einfach, wie die Welt ist. Und damit kann man sich langsam rantasten. Und wenn man dann Bock hat und sagt, okay, das ist vom Prinzip her. Es gibt nicht nur Zombies, es gibt auch Drama intern zwischen den Menschen. Das gefällt mir. Dann kann man sich mal an die großen Serien setzen. Bin ich zumindest der Meinung. Und da ist halt The Walking Dead und Fear the Walking Dead grundlegend erstmal Schritt 1. World Beyond, Daryl Dixon, Dead City und The Ones Who Live, das sind Dinge, die kann man sich hinten mal ganz weit anstellen, weil es dauert sowieso erstmal seine Zeit, das durchzugucken. Also ja, an der Stelle sage ich, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich auch noch in 2024, diese Serie anzufangen. Ja, es ist zäh, manche Ecken sind einfach veraltet oder zumindest fühlt es sich alt an, aber ich bin, by the way, gerade auch wieder Staffel 3 am Rewatchen und es ist trotzdem gut, ich finde es trotzdem geil. Klar, es gibt Szenen und Momente, wo ich mir denke, ja, komm, hopp, 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 hopp. Aber am Ende des Tages feiere ich es trotzdem jedes Mal aufs Neue und deswegen kann ich es nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt auf eine Zombie-Serie, wo es, wie gesagt, nicht nur um Zombies geht, sondern auch um das Drama in einer Apokalypse unter den Menschen, guckt euch das an. Vor allem ist auch das Rabbit Hole dahinter wirklich riesig.
ob es Theorien sind. Nach wie vor gibt es keine hundertprozentige Antwort auf den Virus und es wird einfach weiterhin in der Community gerätselt. Und die Community allgemein ist halt schon so ein Ding, da kann man echt viele Diskussionen aufmachen, positive als auch negative Diskussionen. Ja, es gibt auch ein paar toxische Leute in der Community, kann man einfach sagen, wie es ist. Aber Hauptaugenmerk liegt wirklich darauf, what ifs, ne? Was wäre, wenn das und das passiert wäre? Es gibt so oft in dieser Serie und es ist so gut, sich darüber zu unterhalten. Seht diesen Kanal an, es gibt so viele Videos zu The Walking Dead, die einfach darauf basieren, hier, jo, was wäre, wenn, das ist meine Theorie dazu. Was gibt es da für Hinweise? Natürlich muss man am Ende auch sehen, die Sau wird momentan weiterhin geschlachtet vom Geld her. Mit dem Aspekt, dass es leider echt immer wieder, zwar optisch qualitativ hochwertig ist, aber einfach irgendwo halt nicht mehr diesen Charme von damals hat, ne, hier als The Walking Dead Boomer. Aber grundlegend, egal was rauskommt von The Walking Dead, in Bezug auf The Walking Dead, ich freue mich erstmal. Und auch wenn es mich dann am Ende enttäuscht, wie zum Beispiel teilweise Dead City, finde ich es trotzdem gut, weil es Charaktere sind, die ich einfach nur liebe und die in Action zu sehen in der Welt von The Walking Dead macht einfach Bock. Wenn euch also jetzt das Interesse angehauen habt und ihr vielleicht auch schon ein paar Folgen von The Walking Dead gesehen habt, dann, wie gesagt, checkt gerne mal diesen Kanal aus. Hier gibt es unfassbar viele The Walking Dead Videos. Ich werde hier jetzt mal zwei verlinken, die vielleicht zum Thema passen und nicht zu spoilerhaft sind. Checkt sie gerne aus und wenn euch dieses Thema interessiert und ihr so drin seid, dann bleibt doch gerne auf dem Kanal. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns, wie gesagt, im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.